Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich eröffne die Plenarsitzung am dritten Tag unserer Beratungen, stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es ist noch eingegangen, verteilt dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, Autobahn 49, Lückenschluss weiterhin dringend gebraucht. Bewegung radikalisiert sich zunehmend. Drucksache 204068. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist das Punkt 96 und kann dann mit der Aktuellen Stunde aufgerufen werden, aber heute Abend abgestimmt werden. Dann hat die Fraktion der SPD darum gebeten, über den Tagesordnungspunkt 66, seinen Schließungsantrag der SPD-Fraktion betreffend Logistikgebiet Neu-Eichenberg endlich vollenden, heute zum Ende der Plenarsitzung ohne Aussprache abzustimmen. Hat da einer was dagegen? Nein, machen wir so. Dann hat die Fraktion der SPD weiterhin mitgeteilt, dass Top 68, Antrag der SPD betreffend hausärztlich unterversorgte Kommunen besser unterstützen und so weiter und so fort, Drucksache 20/3999, heute Abend ohne Aussprache abgestimmt werden soll. Können wir auch so machen. Gut, wir tagen heute bis ca. 17.30 Uhr. Ich bitte, sich alle Kolleginnen und Kollegen sehr diszipliniert daran zu halten. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den Aktuellen Stunden. Und heute nach der einstündigen Mittagspause geht es weiter mit dem Hinweis auf den bereits geleisteten Eid eines richterlichen Mitglieds des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen durch den Präsidenten. Meine Damen und Herren, zum Fußball gibt es nichts zu berichten. Es ist überall Ruhe. Landtagself nach wie vor, Wolfgang, ungeschlagen. Es gibt die beste Saison, die du je, wenn das im Dezember vielleicht noch einmal würdigen. Eintracht hat einen wichtigen Punkt geholt in Stuttgart und unsere Bayern haben in Dortmund gewonnen. Ich meine, das wollen wir auch mal festhalten. Ja, Beifall wird stärker. Das freut den amtierenden Präsidenten. Aber wir sind ja neutral. Gut, dann Entschuldigungen. Es fehlen heute ganztägig die Abgeordnete Kaya Kinkel, Abgeordnete Hartmut Honka, Abgeordnete Papst Dippel, Abgeordnete Heidkamp, Abgeordnete Boldorf, die Abgeordnete Sönmez, der Ministerpräsident, Staatsminister Peter Beuth und der Staatsminister Axel Wintermeyer von 9 bis 18 Uhr. Dann wird er nicht mehr viel mitbekommen, nachdem wir gesagt haben, wir wollen um 17.30 Uhr beendet sein. Dann wollen wir ihn aber trotzdem begrüßen. Um 18 Uhr, wenn er kommt, bitte dann ein Komitee zusammenzustellen, das ihn begrüßt. So, das war das an Vorbemerkungen. Wenn es von Ihnen nichts mehr gibt, könnten wir in die Tagesordnung einsteigen.